mit dabei, Zentrifuge. Genau, genau, ja. Da muss ich einfach nur mein Blut wieder reinpacken, ne? Genau. Ja. Wolltest du auch hier? Was? So. Reinziehen. Hallo? Wieder, oh. Lange. Die Spritze lege ich dann gleich mal in die Gastkiste mit. Wir sollen unsere Kiste gestern. Soll ich mir auch wieder das Blut abziehen, oder? Kannst du? Dann gibst du mit, dann befüllst du, dann haust du wieder in die Zentrifuge. Bitte schön. Ich geb dir auch gleich noch eine volle. Oh, der Feuerball funktioniert sogar. Ja. Und nur mal gucken, Option. Controls. Advanced Genetics. Feuerball ist F. Oh ja, Teleport so. Haben wir ja auch noch, genau. Welcher Test ist das? Ach so, das ist auf H standardmäßig. Cool, dann schmeißt mal Enderperlen. Was? Ja. Guckt mal in eine Richtung und drückt H. Dann schmeißt der Enderperlen. Das ist der Teleport. Yes, kann man, aber leider kann man die nicht auswerfen lassen. Cool sind auch die 5 Zusatzleben. Ja. Das war der Eisengolem. So. Gerade weil man kann ja mit dem Modpack nochmal 20 Zusatzleben holen. Komm mal kurz hier runter. Ich bin zu schnell. Warte mal, Spritze her. Ja. Wir sind total gedopt. Gar nicht. Ja. Voll easy. Oh. Überhaupt nicht. Overdose. Boah, hat mich das jetzt Zeit gekostet, ne? Ja, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ziemlich awesome. Awesome! Awesome! Bärenkatapult! Schon allein, weil wir jetzt kein Jetpack brauchen oder sowas. Bärenkatapult! Bärenkatapult! Wieso? Weil. So, wo ist denn mein Platz? Ich brauche ein Sign noch eben schnell. So. Ach, jetzt benutze ich mein Crafting Table gerade nicht. Wie viel habe ich denn jetzt im System? 25.000. Ja, mehr geht's gerade nicht. Ja, ich werde jetzt gleich mal einfach den etwas größeren Dings bauen, weil ich habe jetzt meinen neuen Altar hier. Jetzt kann ich ja den nächstgrößeren bauen. Also wenn jemand nochmal herkommen will, einfach einen Goldblock mitbringen und ein bisschen Blut. Ich kann schnell Gold holen. Regen Gold. ist schon. Wie viele Goldblöcke brauchst du denn? Einen Goldblock brauchst du. Nein, für den besseren Orb, weißt du? Oh, nice. Ein Goldblock. This chest is now linked to your inventory. So, okay. Warte. Hast du den Ender-Chest hergestellt? Ich komm vorbei. Das könnt ihr auch mal eben machen. Ja, nee, ich mach's euch nachher oder wir hören jetzt nämlich auf. Ich stell euch das nachher her, wenn ihr wollt. Die stellen wir alle dann hier auf. Also ich habe meine hier aufgestellt, habe ein Schild drüber gegangen, damit man weiß, dass meine jetzt, damit ihr nicht Rechtsklick drauf macht und die auf immer auf euch linkt. Und meint ich nicht mehr. Oh, hallo! Da. Hallo. Ich bin hier, um Blut zu spenden. Ja. Können wir jetzt aufhören, bitte? Wir sind müssen schon wir aufhören? Ja, müssen wir. Okay. Aber müssen wir nicht, oder? Warte mal, müssen wir? Es ist gedingst. Ja, so, jetzt machen wir einmal ein. Wir können auch noch 10 Minuten weitermachen. Okay, dann lass uns noch 10 Minuten weitermachen, bitte. Dann können wir nämlich noch die Orbs herstellen. Willst du auch noch den besseren Orb, damit du mehr spenden kannst? Ja! Dauert ja auch nicht so lange, nur Spenden nebenbei nicht vergessen. Ja. Weil der saugt sehr, 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 sehr viel. Das ist ja cool. Ja, das. 1, 2, 3. Ich würde auch gerne spenden, aber ich habe keinen Dagger. Ich habe gerade bei die Sims 4 ein Haus gemacht mit dem Hashtag modern, weil es so wenig davon gibt von modernen Häusern. Und dann kam jetzt gerade so, Maxis hat dein Haus favorisiert. Geil. Okay, das ist cool, hallo? Hier ist Maxis. Alter, die Firma, die das Spiel macht, hat mein Haus favorisiert, Mann. Ja, geilo. Ja. Du weißt ja, ja auch erst ein paar. Und dann nimmt's auch erst Gronkh dann für seine LP oder so. Steht ja Schmunzelfee dran, mir doch egal. Das hat er ja jetzt mit deinen Chars auch gemacht, also mit ein paar, ja. Mit den Schlömpels. Fand ich aber nett von ihm. Ja. Beziehungsweise so hat er ja auch die Leute, die von denen die Schlömpel zum Beispiel jetzt gemacht hat, der hat sich auch gefreut total, wie so ein kleines Kind. Ja. So, nimm dir den Orb. Leere Hand, denk dran, pack den neuen Goldblock rein und dann machen wir gleich den nächsten. Okay! Boah, voll geil. Ja, das macht sich jetzt richtig gut und du kannst, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr opfern. Muss mal probieren. Bind den mal an dich und opfer mal ein bisschen. Ich glaube, du kannst jetzt dann 100.000 oder so.
Warte kurz, wo habe ich denn, Ich glaube, die nächste Stufe ist 1 Million. Ist schon 1 Million? Nee, die nächste Stufe, die danach. Ach, die ganz große, ja. Ah nee, das ist ja dann auch erst Stufe 4, Stufe 5 gibt's ja auch noch. Ja, genau. Boah, Sebi, kommt mal kurz in meinen Arbeitskeller, in meinen Zwingpool. Ich muss nur noch vorher bitte meinen Orb hier bauen. Dann, Alles klar. Ja. Der Regen-Effekt. Jetzt hab ich ein Problem, ne? Wieso? Weil wenn in meiner Ender-Chest jetzt deine Sachen drin sind. Ja, weil die Vanilla-Ender-Chests sind Ender-Chests. Was? Was für meine Chest? Was nochmal? Verstehe ich nicht. Was hast du für ein Problem? Ich habe mir auch eine Ender-Chest gemacht, ne? Wegen dem, was wir haben. Ja. So, und da sind all deine Items drin. Nein, stopp! Es gibt gewisse Ender-Chests mit verschiedenen Farben. Sehr gut. Ich meine auch. Was macht ihr denn jetzt da? Wir haben uns jetzt den größeren Orb hergestellt. Wir können jetzt. Was hast du für eine Chest gebaut? Eine Ender Chest. Ja, was willst du mit einer Ender Chest? Du brauchst eine Death Ender Chest. Wegen dem Buff, den wir haben. Death Ender Chest. Was? Death. Eine Todes Ender Chest? Ja, genau. Die brauchst du aber die Ender Chest für, du kannst updaten. Ja, ja, noch 2, 3 von den Regen Kristallen hier hingestellt und es gibt nie wieder Probleme. Dann kannst du durchgedrückt lassen. Gegen Update war das noch. Ne, es war mal ein Update. Das ist so, wie viel habe ich jetzt schon drin? 42.000. 56.000. Die Death-Ender-Chest machst du einfach, du musst die Ender-Chest nehmen und dann Gold und Ender und Obsidian noch irgendwie drumherum. Ich schon. Übertreiben voll, Sebi. Ne, das ist wichtig. Also für mich ist es für die nächste Aufnahme spätestens wichtig, wenn ich mit den Ritualen anfange. Weil wie gesagt, das Ritualschwert ist richtig cool, das brauche ich aber für den nächsten Orb sowieso. Das Schlimme ist, weißt du, wie groß der Altar noch wird? Was? Also das hier ist die nächste Stufe. Oh Gott! Und hier kommt die übernächste Stufe hin. Also auch komplett rumgezogen und jeweils noch eine Etage tiefer. Und die letzte Säule geht genau bis unter die Decke. Oha! Also das Ding ist riesig nachher. Oh Gott. Haben wir echt nur noch 3 Blaze-Power, oder? Haben wir schon Blaze-Pflanzen? Ja. Muss ich aber noch erweitern, ich habe noch nicht so viele. Wenn ihr beide mal kurz jetzt in meinen Swimmingpool kommen würdet. Ja, ich bräuchte noch einen Blaze-Powder. Ist doch drin, oder nicht? Guck grad, ja. Du hast doch schon eine Ender-Chest, wo brauchst du jetzt noch eine? Die falsche gewesen. Ja, aber die brauchst du doch, um eine Ender-Chest zu machen. Die falsche, die ich gebaut habe. Okay, du kannst die kann man nicht hernehmen. Hier, Voice, komm mal her. Ja, bitte. Da gibt's eine Kiste, da steht dein Name drüber, da machst du mal einen Rechtsklick drauf. Da müsst ihr jetzt, da steht das in dein Inventar. Ich bin linked. Okay, nicht die anderen anklicken, bitte. Nee, nee. Regnet. Wo mein Name drüber steht, ja. Genau. Dann hat hier quasi jeder wenn er stirbt, hat er hier sein Inventar drin. Link to your inventory, yes! Ja, und nicht die anderen klicken, weil sonst ist das Inventory auch immer auch verlinkt und dann hast du nämlich keine mehr für dich. Das ist irgendwie doof. Ist aber leider so. Ich habe auch einen ins Gasthof gestellt. Der Blaze hat ja eine Kiste mitgenommen, das würde die jetzt auch hier stehen, aber. Baymoon, nicht drauflegen. Das wäre mir böse. Das Problem ist jetzt nur, dass ich jetzt die Slates brauche. Ach, jetzt habe ich die Kiste abgebaut. Die üblen. Was? Was? Warte mal kurz, ich zeig. Also ein Ritual kann ich glaube ich heute noch zeigen. Das würde ich auch ganz gerne noch machen. Wir wollten eigentlich jetzt schon. Oder? Ne, ach, wir haben ein paar Minuten. Machen wir noch. Macht ein paar Minuten ist ja. Genau. Macht reicht mir vollkommen aus. Obsidian brauche ich dafür noch. So, dann war das so. Boah, ich mach den Regen aus, ja? Ah, ne, vielleicht so. Den Ort. Den Ort. Ja. Schlachte mich ab. Hier Ritual Stones. So, und dann brauche ich noch einen Master Ritual Stone. Baut man den. Master Ritual Stone, dafür brauche ich. Hier Ritual Stones, natürlich! Wie kann man ein Schild auf den Boden legen? Es geht in dem Modpack hier. Pack es immer dahin, wo du es hinlegst, quasi. Okay. Gibt es ein Ritual mit nur einem Stone? Ich glaube ja, das Full String Ritual.
Full Spring Ritual ist, glaube ich, mit einem Stone. Aber dafür brauche ich auch noch einen Activator. Einen Activator. Ein Activator. Und dafür brauche ich einen Lavakristall und. Oh Gott, ja, nee. Nee, das mache ich doch nicht mehr heute. Nee, nee, das ist mir zu aufwendig. Damit suche ich meine Items da oben ein. Ja, brauchst du die? Nee, nee, kannst du ruhig machen. Ich wollte sie wegschaffen. Ja, ja, sonst hätte ich sie jetzt geholt, aber wenn du sie schon hast, dann ist alles gut. Wo ist denn dein Haus? Also, ich sehe es, glaube ich, gerade. Deines Steinhaus bei Omni. Ich werde jetzt mal dem Rathamon noch einen Gefallen tun und ihm auch den besseren Orb noch vorbeibringen gleich. Cool. Wenn wir verabschieden. Kann ich mich mehr opfern? Geil. Geil. Ich habe jetzt 89.800. Oh, ich muss ja Grundstück bauen im nächsten Mal, ne? Hallo! Oh. Ja, du solltest bald wieder Grundstücke bauen. Der Hunger-Dings hier direkt in der Mitte ist geil gesetzt. Oben auf meinen Ding da, das ist schon. Aber ich habe einen wunderbaren Ausblick auf Blaze sein. Ja, bald nicht mehr. Haus. Bald nicht Partybunker. Mehr. Hier kommen ja noch Häuser hinter. Kannst du vergessen. Mist. Natürlich. Kannst du denn meinen Eingang zubauen? Nee, das mach ich ja schon nicht. Das, die gehen genau bis dann hier so. Bis hier. Ach komm, das kannst du nicht machen. Nö. Das ist ein sehr schmales Gastzeug hier, ja? Das, die Gäste können hier noch hin. Ja, die können auch daneben und die werden halt in die Länge gezogen, die Gäste. Das machen wir schon. Da freuen sich die Gäste bestimmt. Direktbank gratis für alle. Sehr geil. Ah ja. Ich brauche noch einen Kristall, der uns XP gibt. Wofür? Glaube ich auch. Boah, mein Glowstone-Tank ist ja schon fast voll. Rubber. Ja, ich stehe auf meinem Swimmingpool. Was? Du hast einen Kristall. Jetzt darfst du ihn aber bitte einmal anhitten mit rechts. Genau. Wie viel kann ich jetzt da reinspeichern? Also ich habe jetzt knappe 70.000 drin. Ich glaube 100.000 müssten gehen. Aber ich habe keinen Ding. Bin gerade bei 92. Nee, Regen ist unten jetzt bei mir im Keller. Aber ich versuche davon noch mehr zu bauen. Da ist auch der neue Altar. Kannst ja gleich mal gucken. Sieht ganz witzig aus. Ja, vor allen Dingen ist er hier voll mit irgendwelchen Sachen hier. So, 96.600. 89. Aber jetzt ist nur ein Regen, ne? Oder? Ne, zwei, die stacken, die sieht man nicht, aber die stacken übereinander. Okay. Das merkst du auch, weil du lädst dich relativ flott auf. Und übrigens, die Creeper mögen uns jetzt, ja? Hab ich glaube ich vorhin schon gesagt. Aber wir den Katzeneffekt haben? Ja. Das ist ja geil. Über wie viel Tausend geht's? Es geht über 100.000. Ich bin jetzt bei 102.000 LP. Wenn du dich damit irgendwo im Felder stellst, dann wächst ja alles instant. Nein, das wird ja trotzdem nur 200 LP pro Tick abge... Ja. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich werde auch ein Green Growth Ritual machen. Das kann man nämlich unter ein Feld bauen. Und alles, was da drauf ist, wächst so ziemlich instant. Oh. Aber es braucht halt die ganze Zeit Lebenspunkte. Das ist ein kleiner Zombie! Hallo! Davon haben wir noch genug. Ja, da musst du aber immer wieder nachbessern, ansonsten bist du irgendwann tot. Nee, ich werde. Ach, das merkst du ja. Nee, so, du kriegst bei den Ritualen Abschluss, kriegst du eine Nausea. Abschluss! 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 Hui! Fliege! Hui. Also, wir haben uns diese Folge einiges geschafft. Jetzt mit den Genen sind wir auf jeden Fall richtig geil drauf. Und, oh, ich bin ich so froh, dass die Kacke geschafft. Fertig ist. Ich hab nur also fast fertig. Zeug gemacht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt den E drückt und hier mal seine Buffs sieht an der Seite, ist natürlich echt mies. Weil ich habe jetzt aktuell Stärke, ja, von mir habt ihr nur drei. Jump Boost, eins, Regeneration, zwei, drei, Resistance. Vier, fünf, ja, am liebsten drücke ich jetzt H. H ist das geilste. Hui! Ups, ouch. Und schön ist halt auch, dass man nur einmal am Haus vorbeilaufen muss oder einmal in die Workbench da unten, in den Swimmingpool rein muss. Und ja, schon und ist man boah, aber satt. Hier sind immer diese Blubberblasen, ey, die. Boah. Ja. Wir stinken alle. Ja, aber wir sind alles Gamer. So, wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Recht. Denn wir haben heute einiges geschafft. Der Gast, den haben wir ein bisschen vernachlässigt. Wir haben nicht mehr so viel mit ihm gesprochen, aber er hat schon ein Haus gebaut. Ne, Omni? Ja. Schießt man das nochmal? Mit F? Wir haben doch eh Regen, von daher. Ja, wir sollten mal nichts anstecken, was hier irgendwo, wenn ihr euer Felder trefft, dann brennen die ab, ne? Ey, es brennt. Ja, also, jetzt habt ihr Omni Advent, wieder unterbrochen. Ich hoffe, es hat euch noch ein bisschen Spaß gemacht, mit uns hier zu spielen. Omni, wir hoffen das.
Ja, wir sind schon ziemlich übel jetzt. Hätte ziemlich viel Spaß. Ja. Gut, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Morgen, übermorgen und wann auch immer ihr wollt. Schaltet einfach wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Tschüss.